Alternativen wären Förderer gewesen oder Mäzen, wie es bei anderen Vereinen auch ist. Auch da gab es ja in den letzten Wochen massive Kritiken, auch gerade von einem Drittligist, dass der Mäzen zu viel Geld drin hat und dort auch zu großen Einfluss hat. Es ging ja letztendlich nur darum, die Eigenkapitalunterdeckung zu stärken. Und da gab es wenig Alternativen, weil wir haben keinen Mäzen, wir haben keinen strategischen Partner, was aufgrund der Vereinsstruktur, dadurch, dass wir keine Kapitalgesellschaft sind, ja auch gar nicht so einfach wäre. Als Kapitalgesellschaft ist es ein bisschen einfacher, sich dort strategische Partner zu holen. Insofern gab es kaum Alternativen. Die Konsequenz wäre gewesen, dass wir jetzt in einer Nachlizenzierung gegebenenfalls eine kleine Strafe hätten zahlen müssen, weil wir die Nachlizenzierungsauflagen nicht erfüllen konnten. Und ansonsten hätten wir erstmal bis zum Saisonende keine Konsequenz gehabt, weil die Saison durchfinanziert ist. Es hätte aber letztendlich natürlich schon den negativen Fakt mit sich gezogen, dass grundsätzlich die mittelfristige Planung sich wesentlich schwieriger gestaltet hätte. Also auch die Sponsoren so Suche und alles, ich meine, wer ist ja bekannt, wir sind bis Ende dieser Saison, ist alles völlig abgesichert, da wäre es auch kein Problem gewesen, aber natürlich müssen sich die Gremien auch vorausschauend die Frage stellen, wie geht es im nächsten Jahr weiter. Und dann hätten wir schon fast auch wunderbar hoffen müssen, weil, und jetzt haben wir aber diese Voraussetzungen geschaffen, dass wir über die nächste Saison hinaus planen können, um das auch klar zu sagen, der Verein ist der insolvent geworden, der hätte ich so nicht gesehen, wir hätten dann natürlich nicht Dritte Liga, hätten einfach wahrscheinlich keine Lizenz bekommen, weil nicht Dritte Liga spielen können, aber das ist jetzt alles Spekulation. Wir sind jetzt erstmal wieder, haben die Uhren insoweit sozusagen wieder auf Null gestellt und können jetzt auch mittelfristig da ganz konkret in den Gremien in die Planung gehen. Und wie gesagt, als Add-on gehe ich davon aus, dass es auch dort leichter wird, Sponsoren zu finden.